Titel des Theaterstücks ist ja Rechtsex und Pop, eine Proklamation für die Demokratie. Und wir beschäftigen uns mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus und untersuchen quasi Wirkweisen davon. Also wie wirkt diese Ideologie, wie ist die Agitation in dem Extremismus oder auch bei Populisten, was sind quasi Narrative von Rechtspopulismus. Damit beschäftigen wir uns jetzt auch gerade in den ersten Tagen sehr stark. Und aber auch, im Titel ist ja auch eine Proklamation für die Demokratie. Wir haben jetzt vorhin zum Beispiel diskutiert über das Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde von Karl Popper, weil das ein bisschen auch so unsere Haltung widerspiegelt, dass wir eben quasi für diese Demokratie sprechen oder mit unserem Theaterstück ein Statement abgeben dazu, zur offenen Gesellschaft auch und explizit zur parlamentarischen Demokratie. Und wir wollen nicht, dass Extremisten, egal jetzt ob von rechts oder sonst woher, diese parlamentarische Demokratie abschaffen. Wir wollen unserem Publikum sozusagen Werkzeug an die Hand geben, zu argumentieren und vielleicht aber auch überhaupt zu verstehen, was steckt denn hinter diesen, ich sage jetzt mal, Parolen, hinter den Ideologien, welche Ängste haben Menschen. Wir versuchen auch psychologische Untersuchungen da zu Wort kommen zu lassen, um zu erklären, warum Leute andocken an die Ideen, dann plötzlich sogenannte Protestwähler bestimmte Gruppen wählen oder sowas. Genau, das ist sozusagen unser Ziel, diese Arbeit. In den ersten Probentagen haben wir jetzt erstmal Tischproben gemacht, haben geredet darüber, was unsere Motivation ist, dieses Stück zu machen. Auch diese vorläufige Stückfassung gelesen und besprochen und diskutiert, die speist sich aus journalistischen Texten, wissenschaftlichen Texten. Und wir werden jetzt versuchen, konzeptionellen Hintergründen zu arbeiten, also sich in die Materie erstmal einzulesen, Figuren am Tisch zu entwickeln, gucken uns originale Reden an, einfach um diese Denkweise, auch die Denkweise dieser neuen Rechten zu verstehen. Ich hatte von Anfang an die Idee, dass ich das an einem Ort der parlamentarischen Demokratie aufführen möchte. Was jetzt für die Aufführung nicht unbedingt förderlich ist, weil wir ja in den Zeitrahmen fallen. Kurz vor den Bundestagswahlen sozusagen gibt es das Neutralitätsgebot. Also städtische Verwaltungen bekommen empfohlen, sich neutral zu verhalten, dann, weil eventuell die Wahlen angefochten werden könnten. Und für mich ist das eigentlich überhaupt nicht relevant, weil wir ja Kunst machen und wir wollten es jetzt eigentlich im Mannheimer Ratssaal aufführen. Dann haben wir das eben gemerkt, dass es schwierig ist, das hier in Mannheim zu machen. Deshalb in Weinheim hatten wir dann auch mal angefragt. Eigentlich wollten wir es umgekehrt machen, hier die Premiere und in Weinheim als Gastspiel. Aber die Weinheimer waren da eben sofort sehr, sehr engagiert und dann machen wir es im großen Ratssaal. Da, wo eben auch der Gemeinderat, der Oberbürgermeister mit seiner Verwaltung und dem Gemeinderat, dem demokratischen Organ, tagt regelmäßig. Hier müssen wir gemeinsam wirklich immer wieder überprüfen, da mir auch bewusst wurde in der Vorbereitung, dass es oftmals auch eine Gratwanderung ist. Einerseits möchte ich keine rechten Personen oder rechte Parolen auf die Bühne stellen, denen keinen Raum auf der Bühne geben. Andererseits möchte ich aber schon auch Texte, die Menschen gesagt haben oder geschrieben haben, zeigen im Sinne von, also präsentieren durch die Schauspieler oder die Figuren, die Schauspieler erarbeiten mit mir zusammen, weil ich einfach zeigen will, wie die Denkweise ist. Und um zu zeigen, wie das wirkt, muss ich auch manches
einfach mal auf die Bühne heben. So, und dann muss ich natürlich andererseits eine Distanz immer wieder herstellen, weil wir, das ist ja nicht unsere Meinung, wir zeigen die kurz und wir wollen sie aber auch wieder kommentieren. Also das ist der Grat zwischen Abbilden von Gedanken, die wir eigentlich selber nicht haben, sondern unsere Haltung ist ja das Eintreten für die Demokratie. Ich sage jetzt mal speziell sogar für die parlamentarische Demokratie, das ist meine persönliche Meinung. Das ist unsere Grundhaltung, die will ich da drin haben und andererseits zeige ich etwas oder zeigen wir etwas, wo wir anderer Meinung sind, wollen das zeigen und zur Diskussion stellen. Wir werden auch anschließend immer mit unserem Publikum ein sogenanntes Popper-Café machen, weil mein Ziel ist, auch in Dialog zu treten. Das Theater geht ja immer in Dialog mit seinem Publikum und ich möchte aber auch den direkten Dialog hinterher nach den Aufführungen, also ein Weiterreden darüber. Und wenn die Leute nach Hause gehen, weiterreden, einfach reden. Diskutieren. Das ist ja Demokratie, dass wir sprechen und dass wir Verantwortung übernehmen für unser eigenes Handeln. Das ist auch im Sinne von Popper. Ja, und das wünsche ich mir. Und ich weiß aber, ich bin mir bewusst darüber, dass es nicht leicht ist, sozusagen dieses künstlerisch jetzt umzusetzen.